Yoga. Mhm. Ja, meine lieben Freunde, das ist ja so schwer. Ich habe gerade 3 richtige Antworten gehabt, aber alle 5 muss man wohl richtig haben. Vielleicht hängen die aber auch miteinander zusammen, diese beiden Quests. Abgeschlossen. Erkunde den Firmenhauptsitz. Hast du das gerade abgeschlossen? Nee, ich habe gerade an dem Terminal gelesen, ja. Oder mir war das jetzt markiert. Naja, mit Sternchen. Nee, viereckig diesmal. Ja, weil er bei mir jetzt was abgeschlossen hat und jetzt, das sind noch 1. Suche im Pennys Büro nach Informationen über die Hauptader. Das hier kann ich bloß nicht machen hier, das, da reicht mein Skill nicht. Das den Ding da zu bedienen. Ach, das hätte ich pushen können. Jetzt ist das, kann ich das nicht pushen. Ja, dann kann man. Aber hier ist noch was zum Aufsammeln. Moment. Wie heißt das? Antwortschlüsselprüfung für leitende Angestellte. Ich meine, da steht's ja drin. Ah! 1, 2, 2, 2, 1, 2, 1. Antworten. Ich habe die Antworten dafür jetzt. Also, das muss ich mir kurz aufschreiben, meine lieben Freunde. Also einmal die 2. Nochmal 2 oder man kann auch die 3 nehmen. 1, 2, 1. 2, 1, 2, 1. 2, 1, 2, 1, ja. So. Gut, dann wieder hier ran. Wo war der jetzt? Nein, war der hier. Ne, ich muss glaube ich wieder einen hoch. Jetzt müsste es passen. So. Yep. Prüfung starten. Erstmal die 2. Mache Agitatoren der hiesigen Gewerkschaften für den Vorfall verantwortlich. So, jetzt nochmal die 2. Man kann aber auch die 3 nehmen. Ich erpresse den Konkurrenten, um weitere Informationen zu erhalten. Oder ich lasse sie den Medien zukommen, damit der Aktienkurs. Na, wir nehmen 2. So. Jetzt kommt wieder die 1. Ich versuche, belastende Informationen über ihn zu finden und den Preis zu senken. So, und jetzt wieder die 2. Ihnen lukrative Arbeitsstellen anbieten, um ihre wahre Identität herauszufinden. So, und jetzt nochmal die 1. Ich gebe die Einzelheiten an Hornwhites erstklassiges firmeninternes Geheimdienstteam weiter. So, da müsste alles richtig sein. Antworten verarbeiten. Glückwunsch! Jawoll! Lebensläufe von Bewerbern können in den Bewerbungsbehälter gelegt werden. Testterminals für leitende Angestellte finden sich überall im Kandidatentestbereich. So, das war's. Hier. Hast du dir das aufgeschrieben? Nö, ich mach auch mal Prüfung starten. Ja, du weißt ja, was du nehmen musst. Oder? Ja. Ja. Zweimal. Also 2, 2, 1, 2, 1. Dann hast du das nämlich auch fertig. Das ist aber trotzdem nicht die Hauptquest. Das ist, die Hauptader. Das aber 2, 2, 1, 2, 1. Ne, ne, pass auf. 2, 2, 1, 2, 1. Ja. Ja. So, hier oben liegt noch was. ID-Kartendrucker. Leitender Angestellter festgestellt. Ausweis ausgegeben. So, das habe ich auch fertig. Option. Erkunde das obere Stockwerk des Gebäudes, um Informationen über die Hauptader zu erhalten. Nimm deinen Ausweis für leitende Angestellte.
ist die Hauptader hier vielleicht sogar schon bald abgeschlossen. ID-Kartendrucker. Hast du es auch geschafft? Seien Sie gegrüßt, Ausweis ausgegeben. Gut. Und damit kommen wir jetzt unten in diesen Fahrstuhl rein. Genau. So, der Fahrstuhl ist da unten wohl. Hier geht's. Macht Spaß. Muss schon bei Fallout muss man ein bisschen sein Köpfchen anstrengen. So, dann komm mal rein in den Aufzug. Ich bin hier schon. Ach, jetzt nicht. Ich dachte, das wäre der Aufzug hier gewesen, weil er das da an der Tür angezeigt hat. Das ist das andere Quest, da muss man wieder raus für die Hauptquest. Ich komm gleich wieder rein. Jo. Du kannst ja schon mal hochfahren. Ja, ich warte hier. Ja. Dauert immer aber lange mit dem Laden. Jetzt eine Zigarette. Alter, Stufe 13, Alter, das dauert aber auch alles. Also, da hast du eine massive Spielzeit, das Spiel, ey. So, ich komme gleich wieder rein. So, diesmal müsste es aber schneller gehen mit dem Laden. Komm hier mit deiner Hülse hier. Jawohl, fertig geladen. So. So. Karte durchziehen. So. Hä? Oh ja. Ich hab was für dich. Da fährt man da nicht zusammen hoch. Weiß ich nicht. Wo ich stehe immer noch. Du bist ja anscheinend hochgefahren. Ich muss aufpassen, dass ich sterbe. Da ist ein Big Boss. Alter, den hab ich getötet, ey. Boah, der war knapp. Boxhandschuhe. Du kannst nicht mit mir hier hochkommen? Du bist doch hier oben. Ja, jetzt bin ich oben. Aber ich müsste das Apparat drücken, deswegen hab ich das verwundert. Muss mich erstmal heilen. Dann Keule. Ah, diese scheiß Radioaktivität, Alter. Ist ja alles radioaktiv hier. Nee, hier nicht. Muss nochmal einen Red Away nehmen. Red Away verdünnt. So. Salisbury Steak. Okay, aber ich glaube nicht, dass man durch dieses Laser laufen darf. Nee. Das kriegen wir aber auch noch hin. Doch, wenn der Laser blau ist schon. Das kenne ich vom anderen YouTuber. Ah, okay. Ja, hast recht. Kann man. Na, ich würde an deiner Stelle nicht machen, aber ich habe das vom anderen YouTuber gesehen, da war Ich bin rot. Schon durchgegangen. Ja, genau, ja. Wenn es blau ist, dann kommt man, kann man durchgehen. Alter, das ist ja geil gemacht hier drin, alles. Benutzer entdeckt. Stelle Verbindung her. Benutzerverbindung festgestellt. Hauptader 003 bereit. Benutzer. Fleisch. 003 fordert Hilfe an. Brennstoffniveau kritisch. Rumpf kritisch. Diese Hauptader fordert Reparaturbarke an. Benutzer Reparaturbarke abholen. Benutzer. Oha. Reparaturbarke. Macht er jetzt? Wir sollen eine Reparaturbarke jetzt abholen. Ah,
Parke. So. Irgendwo muss hier was sein. So, ich schau jetzt mal. Durchsuche das Labor nach Informationen darüber, wo du eine Reparaturbarke finden kannst. Oh, hier ist ein Fusionskern. Willst du mal versuchen, ob du den auch nehmen kannst? Wo denn? Hier im Generator ist einer bei mir. Nee, da ist keiner drin. Ja, das kommt, weil ich den jetzt genommen habe. Glaube ich. Dass wir den nicht beide nehmen können. So. Jetzt zeigt er hier unten was an. Wir müssen wohl noch einen tiefer. Irgendwo muss das hier runtergehen. Ja, das steht hier unten auch noch ein Ende tiefer. Bloß wo das hier runtergeht. So, vielleicht müssen wir hier lang. Nee, da ist der Fahrstuhl gewesen. Ja, wir müssen tiefer. Hier ist nichts. Schöne Bilder an der Wand, ja. Oh, da ist rot, da können wir nicht rein. Da ist der Fahrstuhl. Da geht's vor runter. Aber das ist rot. Da müssen wir erstmal sehen, da würde ich nicht reinlaufen. Aber wenn man weggeht, wird's blau, ne? Naja, aber wir müssen jetzt sehen, dass wir den Fahrstuhl aufbekommen. Wie wir das machen. Hier ist immer noch nicht fertig. Er zeigt ja immer noch an, dass das hier was gemacht werden muss. Wenn man reingeht, irgendwo ist hier was. Hier ist erstmal noch ein Buffett. Hey, nimm das. Bänder. Durchsuche das Labor, wo du eine Reparaturbarke finden kannst. Ist das hier das Labor? Das ist doch hier ein Labor, ja. Oder? Ja. Das ist hier, aber was man jetzt hier machen soll, weiß ich noch nicht. Schweißerbrille. Herstellen, ja, vielleicht. Ah, die Schweißer. Das hier. Medizinischer Flüssigstickstoffspender. Mich einfach mal. Provisorische Batterie. Jo. Ja. Das ist ja nun nicht einfach. Was ist denn das hier? Laborstation? Was ist das hier? Drucker. Spender sind alle leer. Salz, Pfeffer und Gewürze. Was ist mit dem Macker hier? Ronalds. Forschungsterminal. Hier ist ein Forschungsterminal. Forschungsvermerk. Schaltplatte, Militärstandort. Ja, ich drück das hier mal alles ein bisschen schneller durch. Wer ist das hier schon? Machtkämpfe. Ja. Glaub, da hat was geblinkt. Ja, fordere die Reparaturbarke Angebot 36984. Cool. Ja, ich hab's. Moment. So, hier sind wir fertig. Zeigt er erst bestimmt noch an, wo das ist. Ja. Fordere die Reparaturbarke an. Ach hier. So, Tastenfeld. 36984. 36984. Anforderungscode akzeptiert. So. Gebe Reparaturbarke aus. Ja, der Spender hier, ne? Ach, hier. Na? Dann gib mal aus, hier aktivieren. Doppelt Spender eingeben? Hm?
Mach du auch mal. Siehst ja den Code, ne? Anforderungscode akzeptiert. Gebe Reparaturbarke aus. Freigabe für Barke. Nimm die Reparaturbarke. Da. Benutzer nach unten begeben. Barke einsetzen. Zum Aufzug. Geil. Okay, vielleicht geht ja jetzt der andere Aufzug. Oder wir müssen mit dem einen Aufzug wieder zurück. Nee, der geht. Schon hier, ja. Geil. So. Oha. Alter, ich finde das Spiel richtig geil, ey. Vor allem, wenn man zusammenspielen kann, ne? Ja. Story ist ja auch, also das ist jetzt eine Nebenquest. Ich guck mal, ob das eine Nebenquest ist oder eine Hauptquest. Ich glaube, Hauptquest war das. So, die heißt die Hauptader. Nee, das ist eine Nebenquest. Vorbeugen, aber das kann hier mit dem zusammenhängen. Bleierz. Oh, Bark ist drin. Wo muss ich die reinpacken? Hier unten in die Mitte. Entfernung 1200 Meter. 800 Meter. Mal gespannt, was jetzt passiert. Meter. Oh, ja. Oh. Verbindung durchgeführt. Reparatursysteme aktiviert. Hauptausstattung. Ach, das ist eine Waffenwerkbank. Normal. Jo. Wiederholen. Ich kleine meine Axt mal. Normal. Leite Durchbruchsvorgang ein. Benutzer. Nee, das will ich sehen. Raus hier. Boah, das kommt hier rausgebohrt. Geil, Alter. Vorrangige Materialien in Andockstation abgelegt. Hauptader 003 vollständig, Benutzer. Hauptader vollständig. Hauptader. Oh, guck mal. Hahaha. Geht wieder weg. Geil. Ja, abgeschlossen. Nimm das Geschenk der Hauptader. Hauptader wird das nicht vergessen. Oh, das vibriert ja alles hier. Geil, und das ist eine Nebenquest. Und von Nebenquest soll das 500 Stunden Spielzeit geben, ey. Das war eine richtig geile Quest. Waren jetzt die Werke, wo ist das Geschenk? Schrott loswerden. Oh, hier ist noch. Ernst? So, dann werde ich mal die Brandaxt jetzt reparieren. Die waren nämlich auch kaputt. Jawohl. Pumpgun kann man die auch reparieren. Reicht nicht, oder? Aluminium bräuchte ich. Kann man denn noch reparieren? Oh, sonst brauche ich nichts. Gut. Hast du das Geschenk schon bekommen? Das war hier hinten in der Ausgabe hier. So, ich habe hier war mal noch nicht. Was. Ja, hier drin. Das, was haben wir jetzt bekommen jetzt? Jede Quest hat ein eigenes Bild. Schwarzes Titanerz, Kupfererz, Silbererz, Eisenerz, Bleierz. Und 800 EP, Alter. Das war viel. Aber jetzt bin ich natürlich völlig überladen.
Das ist ja logisch, das Erz hat der Bohrer da rausgebuddelt und das haben wir jetzt bekommen. Heißt, hieß ja auch die Hauptader. Ja, die Hauptader abgeschlossen. So, aber hier muss ja irgendwo auch die Hauptquest weitergehen. Macht dich mit Dr. Hudsons Forschung vertraut. Und wie viel wiege ich jetzt zu viel? Oh, Alter. Aber das Erz, das wird man brauchen müssen. Also brauchen. 3 Fusionskerne habe ich. Ein Fusionskern hat momentan einen Wert von 162. Bist du auch überladen? Ich war gerade noch überladen. Aber ich brauche zum Essen. Hast du nichts zu essen? Nee. Doch. Nur das Kakerlakenfleisch, aber das müsste ich kochen und ich finde hier keine. Ich hab gutes Essen hier alles so. Willst du was haben? Ja, wenn du was dabei hast noch. Ansonsten müsstest du mal oben auf dem Dach, wo da gibt es Kochstation. Ich hab genug dabei. Will das nicht anbieten. So. Das hier. PP. Essen 15%. Ich habe noch besseres. Ich habe Steaks hier. Essen macht das auch 15%. Kriegst du 2 Steaks. Warte mal, ich mach mal Angebot. 2 Stück. Das ist aber teuer. Kostet 1,42. Na ja, dann gehe ich aufs Dach. Da habe ich was Gutes gekocht, oder? Das ist. Auf dem Dach gab's Spaß gebracht, das Quest, ey. Da hat noch was zu looten. Hier ist noch eine Kiste. Holz, Brustteil. Wenn ich sowieso schon überladen bin, kann ich hier auch ein bisschen mehr mitnehmen. Ja, mitnehmen. Ja. Baggerrüstung, letzte Schritte. Mr. Hornwhite, unsere Bemühungen, das Projekt Baggerrüstung von Garen Minning zu unterminieren, steht kurz vor dem Abschluss. Dank der Intervention meines Teams beim Mensch gegen Maschine-Wettbewerb sind unsere Abbaubots in der Region nun alle in aller Munde. Während sich der Aktienkurs. Oh ne, ich hab keinen Bock, das alles durchzulesen. Oh, so viel ist das auch noch wieder. Das muss ich nicht haben. Ich hab's aufgenommen. Oh, hier ist ein Safe. Den kann ich aufmachen. Hast du den Safe auch schon aufgemacht gehabt? Nö. Naja. Hey! Dann komm ich nochmal hoch. Das ist ein bisschen schwieriger. Ah, ich hab 77 Jahre. 71 Jahre Klammern. Na? Oh, jawoll. 44er Patrone. Kurzläufige 44er Pistole in super Beschaffenheit. Vergoldetes Sturmfeuerzeug. Sauberer Bergarbeiterhut. Den werde ich mir gleich mal anziehen. Bergarbeiterhut. Ich habe auch schon eine Bergarbeiteruniform, ja, das passt ja gut. Bergarbeiterhut. Aber nur wenn der was bringt. Holz, Brustteil. 12 und 4. Oh. Oh, Alter, hier geht. Wo ist der Hut? Hier ist der Bergarbeiterhut. Und der ist auch nicht schlecht. Habe ich denn momentan als Hut überhaupt an? Nee. Ein Helm hier, der macht 22, 34.
2134. Oder ist dasselbe? Hier noch den Hut aufsetzen. Ach, ich habe jetzt immer eine Lampe dabei. Guck mal, den Bergarbeiterhut, du auch, ne? Ist das noch nicht aufgefallen? Er hat eine Lampe nämlich. Ja, aber die leuchtet nicht. Also bei mir zumindest nicht. Bei mir schon. Wahrscheinlich auf dem Boden leuchten und überall. Hätte ich auf die Eier leuchten. Ja, aber du hast da dein Pip-Boy-Licht noch an. Nee, hab ich überhaupt nicht an. So. Nee, damit stelle ich jetzt aber. Einen Moment. Nee, da. Ah, jetzt. Macht das. Jetzt ja. Ist Ding Lampe an oben, ja. Ja. Die kann ich jetzt auch oben an und aus machen. Jetzt sehe ich das, ja. Geil, ne? Oh, das ist ganz lustig. Hast du den Safe auch bekommen, ja, ne? Ja, hab schon alles raus. Gut, hier ist sonst nichts mehr. Oder ist hier unten noch was? Ich glaube nicht. Hä? Hä? Giftige. Will ich haben. So, dann wieder raus hier. Liegt denn da unten noch eine Tüte rum oder was? Verdorbenes Gemüse. Ja, cool, wie eine Taschenlampe. Genau. Cool, ne? Das haben wir als Belohnung sozusagen bekommen. So, und die andere, die Story-Quest, die ist oben 32 Meter entfernt. Das ist die Haupt-Story-Quest. Die ist hier auch. So, warte. Es ist hier unten. Hier unten ist die Hauptstory. Genau da unten. Können wir hier runter? Wie heißt die Mission? Alter, was liegt denn hier für ein Viech, Alter? Hm? Wie heißt die Mission? Vorbeugen ist besser als heilen. Ah, okay. Siehst du den Fettklops hier? Ja. Ja, und hier ist die Hauptstory. Bloß, wie kommen wir jetzt da runter? Seht das auch, wo das da unten ist? Ja, richtig tief da runter. Bloß, ich weiß nicht, wie man da runterkommt. Oder kann man ja, hier wir müssen erstmal hier. Nee, wir müssen erstmal hier mit dem Fahrstuhl wieder fahren. Hoch oder runter? Hier mit dem runter. Runter, ja, genau. So. Das ist jetzt hier die richtige Höhe. Jetzt sagt er wieder oben, aber. Hier lang. Hier muss ich. Nee, das, da geht's raus. Da geht's raus. Das meint er. Ja, dann müssen wir da raus. Wir sind ja hier schon überall gewesen. Na, außer draußen auf dem Dach. Draußen. Wo muss es hier sein? Auf dem Dach waren wir noch nicht. Also er war schon mal kurz, ja. Ich mach mir gleich erstmal ein schönes Bier auf, ja. Ja, du bist doch schon am Bier schnasseln, oder nicht? Nein. Nein? Du meinst Rotwein? Nee, auch nicht. Na, die harten Sachen, oder was? Jägermeister? Nee, ganz normal Bier halt, ja. Stehst du auf Kräuter? Wurzel? Nee. Nach Essen vielleicht mal. In der Gaststätte oder so, ja. Das ist nur ein Elixier. Weltbekannt. 56 Kräuter, meine lieben Freunde. Müsst ihr euch mal die Flasche genauer angucken. Da steht doch genau ein Spruch vom Jäger drauf. Was machst du denn hier? Du bist ja auch nackt bei mir jetzt. Und hast du mich nackt gesehen? Jetzt sehe ich dich nackt. Aber siehst mich rumlaufen, oder was? Ja. So, wo ist denn das? Hier hinten müssen wir rüber, die Hauptquest. Hier über die Brücke.
die Holzbrücke. Loga. Hier rüber. Meter noch. Schön aus hier alles, die Optik, Alter, voll geil. Ey. So, ist das hier drin? Ach, ich bin ja überladen. Ja, das macht jetzt nichts. Spielt keine Rolle. So, ich muss hier durch. Ja, ist ein Badeanzug. So ein Badeanzug. Badeanzug? Anziehen. Ja, im Regal. Wo ist ein Badeanzug? Nutziger hellbrauner Anzug. Unten, hier im Regal, unten.